Hallo Kackbratzen. Die Hater foltern mich. Stellt euch vor, es ist das Jahr 2005 und ihr seht auf einer Präsentation einen Trailer für einen Shooter, der für die kommende Next-Gen-Konsolengeneration erscheinen soll, der so unfassbar fucking gut aussieht, dass ihr ihn unbedingt auf eure Hype-Train-Liste setzen müsst. Das Spiel sollte zwar von Ubisoft veröffentlicht werden, aber schließlich arbeitete daran Free Radical, also das Team, das uns schon die Timesplitters-Serie spendierte, oder auch das grandiose GoldenEye 007 auf dem N64. Was soll also schon schiefgehen? Dieser Shooter hörte auf den Namen Haze und wie der Teufel es wollte, sollte so ziemlich alles schief laufen, dass man am Ende sogar das erfolgreiche Entwicklerstudio dem Erdboden gleichmachte. Das erste Material wurde auf der Xbox 360 gezeigt und die Grafik und das Gameplay sah wirklich umwerfend gut aus und sollte alles bisher Veröffentlichte in den Schatten stellen. Die Entwicklung wurde leider von Pannen und schlechter Designentscheidungen überschattet. Ubisoft bezeichnete die Leute von Free Radical sogar als komplett unfähige Typen, während die sich jahrelang den Arsch aufrissen, um den Titel nicht nur für die PS3, sondern auch PC und Xbox 360 zu veröffentlichen. Nachdem aber Haze in der Versenkung verschwand, wurde das Spiel im Jahr 2007 schließlich als PS3-Exklusivtitel angekündigt. Das brachte aber noch mehr Probleme mit sich. Das Team hat es einfach nicht gebacken bekommen, das Spiel perfekt für die PS3 zu optimieren. Zu kompliziert war die Hardware des wohl stärksten Videospielsystems aller Zeiten. Hintergründe zur Hardware der PS3 könnt ihr in einem weiteren Video auf diesem jämmerlichen Kanal finden. Carpenter, what's your status? I'm getting there. You think the pilot can hold out long enough for us to get to the crash site? Von den angestrebten 60 FPS blieben am Ende nur noch 30 übrig. Aber auch nur in den Stellen, in denen es nicht allzu heftig auf dem Bildschirm wurde. Free Radical versuchte uns damals 30 FPS noch als Vorteil zu verkaufen, da angeblich mehr nicht nötig waren, um das Pacing des Spiels überzeugend rüberzubringen. Leider lag es tatsächlich an der Unfähigkeit der Entwickler und anstatt sich um ein funktionierendes Gameplay zu kümmern, butterte man unendlich viel Zeit in die Optimierung, damit das Spiel wenigstens halbwegs auf der PS3 läuft. Am Ende war aber von der absoluten Schönheit der Grafik nicht mehr viel übrig, wenn man mal ganz diplomatisch ausdrücken möchte, dass die Grafik am Ende einfach nur scheiße war. Diese Generation war insgesamt eine fette Ohrfeige für Sony, da ca. 98% aller Entwickler an der Hardware der PS3 scheiterten und man aufgrund der viel einfacher zu bedienenden Infrastruktur der Xbox auf dieser Konsole die weitaus schöneren Spiele sahen. Jedenfalls musste Free Radical nach Abschluss der Arbeiten Bankrott anmelden. Das Häufchen Elend wird zwar im Jahr 2009 von Crytek aufgekauft, aber auch hier war dann 2014 wieder Schicht im Schacht. Da uns das nun aber zu weit vom Thema wegführt, wollen wir uns wieder ganz und gar auf Haze konzentrieren. My name is Shane Carpenter. I was born into a world of war. I was born into a world where unless someone makes things right. Haze ist ein traditioneller und gleichzeitig untypischer Shooter, der seine Antikriegsstory rund um eine Droge namens Nektar aufbaut. Nektar verwandelt gewöhnliche Soldaten in Supersoldaten, die somit nicht nur größere Schäden ganz leicht wegstecken können, sondern auch ihre Mobilität steigern können. Im Prinzip dasselbe, was auch die Leute auf ihren Drahteseln während der Tour de France machen. Es gibt auch einige interessante Nebenwirkungen, wie zum Beispiel die rosarote Brille, die das ganze Kriegsgewirre wie ein Spaziergang im Streichelzoo erscheinen lässt und nimmt man zu viel Nektar, verursacht das nicht nur schwere Wutausbrüche, sondern führt am Ende auch zum Tod. Was will man mehr? Hey, Sergeant Carpenter, what's up? Me and my crew here, we're rolling with you today. Die Story dreht sich um Shane Carpenter, einen neuen Rekruten der Mantelarmee, der sich einer Gruppe hartgesottener Soldaten anschließt, um in Südamerika gegen eine Gruppe von Rebellen namens Promised Hand zu kämpfen. Zu Beginn ist auch noch alles Friede, Freude, Eierkuchen, während man mit seinem Körper voll Nektar den Gegnern die Scheiße aus ihren Seelen ballert. Doch es dauert nicht allzu lange, bis es Klick im Oberstübchen macht und man auf die Idee kommt, dass man moralisch vielleicht doch nicht auf der guten Seite ist. Dies führt in einem nicht voraussehbaren Plot-Twist dazu, dass man die Seiten tauschen wird und am Ende seinen ehemaligen Verbündeten zeigt, wo der Ziegenbart den Nektar hat. All I'm saying is, when you step off this dropship, keep a grip on reality, buddy. Don't be one of them. Auf dem Papier schien es, als hätte das Konzept als auch die Geschichte ein ziemlich großes Potenzial. Aber am Ende scheiterte alles kläglich an der Umsetzung. Als Mantelsoldat ist man eigentlich theopraktisch komplett unaufhaltsam und man sollte eigentlich auch ohne Probleme alle Feinde im Nu ins Jenseits befördern können. Wenn man nun die Seiten wechselt, würde dies ein enormes Problem darstellen, da man diesen Supersoldaten nichts entgegensetzen könnte. Aber dank eines geschickten Schachzugs drückt man dem Spieler ein neues Arsenal an Tricks in die Pfoten, um damit die Schwächen der Mantelsoldaten auszunutzen, wie etwa deren Abhängigkeit von Nektar und dessen Nebenwirkungen. Das klingt als Plot-Twist einfach zu billig. I suppose I'd better not speak then. Shut up! Was that you, commanding officer? Shut up!
Die Geschichte fällt auch wegen stereotyper und oft unsympathischer Charaktere, schlechter Synchronisation und extrem schlechter Charakterdesigns, sowie Gesichtstexturen und schlimmen Animationen auseinander. Und man kann sich einfach nicht erklären, warum nach 3 Jahren Entwicklung die Grafik auf der PS3 wie Moppelkotze aussah, während das erste Material auf der Xbox-Kartoffel so unfassbar gut auf die Netzhaut gespült wurde. Aber gut, einige Kackbratzen von euch verteidigen die Xbox so sehr wie Gollum seinen heißbeliebten Schatz. Also lasse ich es gut sein für heute. In den ersten paar Level kämpft man also wie erwähnt an der Seite von Mantelsoldaten und man fühlt sich dank seinen Drogen so unfassbar cool und stark, auch wenn man zu Beginn eigentlich nur der neue Zipfelklatscher im Team ist. Und das Spiel schafft es sogar ganz gut, einem einen gewaltigen Minderwertigkeitskomplex ins Hirn zu ficken. Aber scheiß drauf. I'm here. Are you hurt? Look at me. Man ballert sich einfach ein wenig Nektar in sein Blut und schon hat man für kurze Zeit all den Schmerz um sich herum vergessen. Feinde leuchten plötzlich gelb, man hat es einfacher mit seinem Scharfschützengewehr und man kann nun auch für kurze Zeit schneller laufen. Leider ist man aber meist nie nah genug am Feind für einen brachialen Nahkampfangriff. Allerdings kann man es mit dem Nektar auch ein wenig übertreiben, was einem ein großer Vorteil sein wird, wenn man dann die Seiten wechselt. What? You're just gonna stare at me like you want a piece of my ass. Während man noch ein einfacher Dude der Mantelarmee ist, ist Haze ein ziemlich langweiliger und gewöhnlicher Shooter. Auf der Seite der Rebellen entfaltet sich dann das Gameplay. Anstatt sich selbst eine Dosis Nektar zu verpassen, kann man mit dem Zeugs auch ziemlich praktische Granaten basteln, mit denen man seine ehemaligen Freunde außer Gefecht setzen kann. Sie schnaufen den lieblichen Dampf der Nektarwolke ein, die eine kleine Überdosis auslösen wird und man sie dann ganz genüsslich in ein Nudelsieb verwandeln kann, während die Gegner ihrerseits keinen Plan mehr haben, wer Freund und Feind ist und auf alles ballern, was sich bewegt. Es ist sogar möglich, den Nektar-Rucksack gefallener Feinde zu entwenden, um dann damit eine sehr effektvolle Bombe zu basteln, mit der man gleich mehrere Gegner über den Jordan pusten kann. Und wer will, kann mit Nektar-Granaten auch ziemlich feige und ziemlich effektive Sprengfallen bauen. You motherfucking apes! You're meat! Grundsätzlich hat aber Haze das Rad nicht neu erfunden und es gibt absolut nichts, was man nicht schon in anderen Shootern gesehen hat. Auch wenn man es uns versprochen hat, es ist leider alles andere als ein Halo-Killer. Auch die KI ist ziemlich problematisch. Anstatt euch zu helfen, werden eure Kameraden meist warten, bis ihr die Drecksarbeit erledigt und wenn das nicht schon ärgerlich genug wäre, muss man allzu oft zur Hilfe eilen, um seine Mitstreiter zu heilen. Selbst die Waffenauswahl in Haze kann diesen futuristischen Shooter nicht aufwerten. Wir haben Maschinengewehre, Sturmgewehre, Schrotflinten und Raketenwerfer, die wir schon in einem jeden anderen Spiel gesehen haben. Nur die Optik hat sich leicht verändert. Und selbst wenn man zu den Rebellen wechselt, die ihre eigenen ganz coolen Waffen haben, wird man ganz schnell wieder zu den Wummen der Mantelarmee zurückgreifen, da man hier einfach die meiste Munition finden wird. Wer damals Freunde hatte, der konnte Haze auch dank eines ganz netten Drop-in-Modus die Kampagne lokal auf der Couch durchzocken. Und wer sich ins Internet wagte, der durfte die Story auch in einem kooperativen Modus für bis zu 4 Spieler spielen. Und für noch mehr Spaß sollten die klassischen Mehrspieler-Modi wie etwa Deathmatch und Team Deathmatch für bis zu 16 Spieler dienen. Merci for Mantel! Der größte Schritt in die Klöten war allerdings die Grafik. Haze wirkte absolut nicht wie ein Spiel, das von Grund auf für die neue Konsolengeneration entwickelt wurde. Das finale Produkt hatte absolut nichts mit den ersten gezeigten Bildern gemeinsam und was hier Free Radical abgeliefert hat, war nichts anderes als ein Gruppenfisting ohne Gleitmittel. Mit sehr viel Sand in den Augen konnte man sich über eine hingerotzte Auflösung von 720p auf seinem Bildschirm freuen, aber damit war Haze damals ja leider kein Einzelfall. Viel trauriger ist aber der Rest der Grafik. Bäume sind nichts weiteres als einfache 2D-Dinger, die die Seiten der Pfade säumten und dabei gab es sogar schon auf der PS2 einige Spiele, die das weitaus besser hinbekommen haben. Wenn man nun den Dschungel von Uncharted mit dem gruseligen Imitat aus Haze vergleicht, würde man aus dem Lachen nicht mehr herauskommen, wenn es nicht so unfassbar traurig wäre. Die Sichtweite ist zudem erbärmlich und zudem gibt es unzählige Pop-ups. Das gilt leider nicht nur für Objekte, sondern auch für Gegner. Man rennt also in ein neues Areal, das scheinbar leer ist und dann ploppen aus dem Nichts die Gegner vor euren Augen auf und ballern euch die Scheiße aus dem Leib. Texturen sind lieblos, ohne echtes Bump-Mapping, Schatten oder realistische Beleuchtung und der Rest ist einfach ein komplett langweiliger, teils überbelichteter Busunfall mit wenig Kontrast oder Farbe. Wenn man etwas Nettes über die Grafik sagen kann, dann ist es der Stil, mit dem man dank der Droge die Welt um einem herum verändert. Sonnenschein verwandelte sich in Wolken und Regen und leere Räume oder Räume mit Leichensäcken verwandelten sich in Szenen unbeschreiblicher blutiger Folter und Terror. Das Spiel hatte so viel Potenzial und es ist eine Schande, dass man die Umsetzung so fundamental verkackt hat. Das gilt leider auch für die Sprachausgabe. It's gonna be okay. 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 It's gonna be okay.
Die reicht von ziemlich gut bis extrem schlecht. Die Dialoge der meisten Manteltruppen sind so schlecht, dass man einfach lachen muss. Vielleicht war das auf der anderen Seite allerdings auch Absicht, denn die Burschen klingen in etwa so, wie man sich die testosterongetränkten Fitnessstudio-Bros vorstellt, die sich erstmal einen Proteinshake hinter die Binde kippen, sich eine Packung Steroide spritzen und dann erstmal ein paar Gewichte stemmen. I got some real nice picks, sir! Real keepers! Sticking them straight up on the side! Die Dialoge sind einfach absurd schlecht geschrieben und wurden kongenial vertont. Die Soundeffekte sind aber ganz anständig und auch die Musik ist der bunte Strauß an militärischen Themen, die man in einem Shooter erwarten würde. Es gibt Momente, in denen die Musik die Action anheizt und andere, in denen sie ganz ausfällt, sodass man den Geräuschen von Kampf und Zerstörung lauschen darf. Alles in allem ist Haze ein relativ kurzes Spiel, das man schon nach wenigen Stunden beendet hat und wenn man es mit einem Kumpel zusammen auf der Couch spielt, kann man auch heute noch sogar etwas Spaß haben. Insgesamt sollte man aber nicht allzu viel erwarten. Es ist im Prinzip kein schlechtes Spiel, aber die Umsetzung ist eben ein absoluter Reinfall. Man hat uns damals eine Revolution versprochen, aber wie so oft, erntete man am Ende nur einen Sack voll Enttäuschung und Free Radical erhielt zudem die verdiente Klatsche mitten ins Gesicht, wobei Ubisoft sicherlich auch einen ziemlich großen Tritt in den Arsch verdient hätte, aber leider sind sie damals wie immer ziemlich ungeschoren mit ihren dämlichen Entscheidungen davongekommen. Wer will, kann trotzdem sein Glück versuchen und wenn ihr das Ende erreicht habt, dann sollten wir ganz dringend über eine Selbsthilfegruppe nachdenken. Don't tell my mom. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala.